lebe hier auf dem Hof meiner Familie. Meine Eltern und meine Schwester, die leben gemeinsam mit mir hier. Meine Schwester und ich haben jeweils eine eigene Wohnung hier auf dem Hof. Und meine Eltern leben vorne in unserem Familienhaus. Wir haben ungefähr 50 Pferde hier bei uns auf der Anlage stehen. Ein paar sind Einstellerpferde, teilweise Berittpferde und auch viele eigene. Wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich mit dem Verkauf von Pferden, aber auch viel mit dem Training von Reitschülern sowie auch junger Pferde. Also die Ausbildung ist auch ein großes Standbein von uns. Zudem ist natürlich der Turniersport ganz wichtig und das ist das, was uns eigentlich am meisten Spaß macht an der ganzen Sache. Also mein Tag, der ist eigentlich immer unterschiedlich. Ich mache nie dasselbe Tag für Tag, denn ich bin nicht nur am Reiten, sondern ich bin auch noch eigentlich einen halben Tag im Büro angestellt. Das kann ich aber individuell handhaben. Wenn das Wetter so toll ist wie heute, dann bin ich den ganzen Tag im Stall, dafür einen anderen Tag mal nur im Büro. Das ist auch ein bisschen davon abhängig, was anliegt oder ob abends noch Unterricht ist oder ob Kunden kommen. Also das ist immer unterschiedlich. Grundsätzlich habe ich ungefähr immer zwischen 10 und 15 Pferden auf meinem Plan und die mache ich gemeinsam mit einem Pferdepfleger und mit einer guten Freundin von mir, mit Sina, die reitet mit. Da teilen wir das aber auch immer unterschiedlich auf. Das heißt, nicht jeder hat immer die festen Pferde zum Reiten, sondern mal macht sie den einen und ich den anderen. Am nächsten Tag ist es dann andersrum. Also das ist eigentlich wirklich Tag für Tag komplett individuell. Unsere Anlage, die bietet uns viele verschiedene Möglichkeiten, die Pferde zu trainieren. Einerseits haben wir natürlich das große Dressurviereck, wo wir momentan auch noch drauf springen. Andererseits haben wir gerade einen neuen Springplatz angelegt, wo wir hoffentlich demnächst den Parcours rausstellen können. Denn das Schönste ist natürlich draußen zu reiten für uns. Wir haben noch die Rennbahn, wo wir ein bisschen Galopptraining drauf machen können. Zudem natürlich die Halle für schlechte Wetter. Dann gehen die Pferde noch Führanlage und werden auf dem Longierzirkel hier am Halfter longiert. Das heißt, wir haben wirklich viel Abwechslung und dadurch wird denen einfach nicht langweilig und der Kopf bleibt frei, dass es nicht immer nur stupides Springen ist oder nur Dressurreiten, sondern wir versuchen wirklich jedem individuell gerecht zu werden. Natürlich ist für mich wichtig, dass ich die jungen Pferde weiter voranbringen kann, dass die einfach auf ihrer Karriereleiter jetzt vorankommen. Gerade die 4- und 5-Jährigen, dass die wirklich
jetzt anfange, im höheren Sport zu gehen. Andererseits ist es natürlich für mich toll, momentan die Möglichkeit zu haben, auch im internationalen Sport unterwegs zu sein. Aufgrund meines guten Pferdes, aufgrund von Fritzi natürlich, dass der das alles mit mir mitmacht sozusagen, mir das beibringt mehr oder weniger. Dann habe ich das große Glück, noch einen für die Youngster-Tour zu haben mit Prinzessin, mit der 7-jährigen Stute. Und die beiden sind eigentlich im Moment so ein bisschen das Wichtigste für mich, damit ich wirklich im internationalen Sport mitreiten kann und hoffentlich auch erfolgreich weiter starten kann. Noch dazu ist für mich eigentlich die Landesmeisterschaft immer ein Highlight im Jahr oder ein wichtiger Punkt, wo ich darauf hinarbeite. Denn das ist wirklich ein tolles Turnier bei uns in Segeberg hier für Holstein und Hamburg. Und da versuche ich, dass das dieses Jahr wieder mit dem Titel klappen könnte.